Hallo Sportsfreunde, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Rhönfried Insight. Heute bin ich zu Gast bei Willi Linsen und seinem Schlagpfleger Rolf. Ich freue mich natürlich wie immer auf interessante Gespräche und hoffe natürlich, dass wir auch heute wieder einige kleine Geheimnisse erfahren. Willi Linsen reist mit seinen Brieftauben in den Niederlanden. Also lassen wir uns mal überraschen, ob es hier einige andere Dinge gibt als bei uns in Deutschland. Ich freue mich auf eine interessante Folge. So, wo sind wir jetzt hier, Rolf? Hier sind wir oben, auf dem Witwerschlag. Willi, wie lange hast du denn schon Brieftauben? Ich bin mit 9 Jahren angefangen und habe die Tauben meines Onkels im Hühnerstall versorgt mit Futter, Wasser und Saubermachen. Und dann bin ich bei diesen Brieftauben geblieben. Das sind jetzt wie viele Jahre? Da war ich 8 Jahre. Und jetzt bist du? 79. Okay. 79. So, und hier können die also den ganzen Tag raus, Rolf, ja? Auf jeden Fall. Ich komme morgens raus, dann wird die Jalousie hochgezogen. Die Jalousie ist nachts ungefähr bis hier, damit die frische Luft immer gut reinkommen kann. Ja. So, und sonst sind die den ganzen Tag raus. Zu welcher Richtung ist der Schlag ausgerichtet? Der hier ist zum Westen. Zum Westen, okay. Also insgesamt sind das 3 Abteile, ja? Ja, gelb, rot, grün. Aha, okay. Und hier sehe ich was mal. Der Klassiker noch, keine Kotbänder. Nein, alles sauber. Wie viele Paare sitzen hier drauf, Rolf? Oder wie viele Witwer? 42. 42? 42 Vögel, ja. Hier ist der Rote. 15 Überjährige und der Rest alles Junge. Okay. Lass mich mal ganz kurz hier vorne gehen. Und hier ist grün. Ja, das ist ein Bruder vom Olympiavogel. Ja. Und der hat dieses Jahr 13-13 geflogen. Da haben wir 13 mal geschickt, 13 Preise. So, was hast du für eine Geschichte zu dem Vogel zu erzählen? Die Geschichte ist folgendes. Als Jähriger fliegt er den ersten gegen fast 8000 Tauben. 7900. Als Zweijähriger ist er ausgeblieben oder ist nach 3/4 Touren ist er in Bremen zugeflogen. Dann ist er gemeldet worden. Dann hat Rainer Püppmann uns hat dafür gesorgt, dass er wieder zurückgekommen ist. Und dann haben wir ihn hier gelassen. Dann habe ich den noch einmal geschickt auf 300 Kilometer und dann ist er zu Hause geblieben. Und dieses Jahr fliege ich da 13-13. Und was ist das für eine Abstammung? Weißt du das zufällig? Van den Abel. Van den Abel. Okay. Mal Van den Berg. Ne? Mach mal den Flügel auf. Okay. So, jetzt sehe ich hier, lasst ihr tagsüber während der Reise das Licht zum Beispiel hier im Schlag an oder ist das Licht aus? Nein, ist aus. Habe ich jetzt nur angelassen. Okay. Und Wärmeplatten etc. sucht man hier auch vergeblich, ist das richtig? Ah, Sportfreunde. Das ist Wärme. Ah, die sind jetzt auch im Winter an, ja? Jawohl. Immer. Sind die immer an oder wenn ihr unten die Heizung andreht? Immer. Dadurch ist die Temperatur und die Luft angenehmer. So. Okay, also das ganze Jahr über ist das so? Das ganze Jahr. Okay. Auch im Sommer, wenn es warm ist? Immer. Dann geht sie automatisch aus, wenn es warm ist. Ah, okay. Thermostat, dann geht sie aus. Aber jetzt bei der Kälte und Feuchtigkeit geht sie an. Wie wird denn hier, wie funktioniert die Belüftung hier ganz genau? Nur hier durch diese? Durch diese Fenster und dann geht es hier raus, hier und hier ist so ein Flachdach. Ja. Die Luft kann vorne und hinten raus. Das heißt also, hier ist immer Bewegung oben im Da Luft. Oben geht die Luft raus und da hinten auch. Und dahinter auch. Da ist auch Freiraum. Okay. Das können Sie aber hier nicht sehen. Und da kommt sie rein, ja? Hier kommt sie rein, ja. Macht ihr während der Saison die Jalousien tagsüber runter oder nachts oder sind die offen? Bei heißem Wetter runter, damit es nicht so ganz heiß wird. Ja. Aber sonst bleibt es so. Okay. Sind die Tauben während der Saison eingesperrt hier in diesem Nein, Schlag oder können die sich frei hier bewegen?
ganz offen oder wird der so abgeteilt, der Schlag? Wenn Sie Eier und Junge, dann können Sie ganz frei fliegen. Wir haben es auch mal versucht abzuteilen, wir haben keine Unterschiede. Dieses Jahr haben wir also frei gehabt. Und was soll mir das sagen? Sind das so extra Motivationskurse? Das sind Motivationszellen. Oder weil ihr zu viele Vögel und wenig, zu wenig Zellen habt? Aber wir motivieren auch mit diesen Zellen. Die habe ich mir extra machen lassen. Ah, okay. Hier auf der Erde sehen Sie, siehst du. Ja. Lassen Sie die Tauben jetzt noch raus? Nein, im Moment noch nicht, aber wir müssen sie jetzt bald loslassen. Ja. Ehrlich? Tja, wir müssen die eingewöhnen. Nicht tun. Nicht tun. Da sind ja noch eine Menge junge Vögel hier mit den roten Ringen, die müssen eingewöhnt werden. Das ist so. Und du hast mir gerade gesagt, die haben alle schon ihre Zelle. Ja. Wie hast du das denn gemacht? Weiß ich auch nicht. Die haben alle ihre Zellen. Ja, aber die alten haben ja meistens 2-3 Zellen. Und bei dir nicht, oder was? Nee. Hast du so liebe Tauben? Die sind alle lieb, ja. Ja, die haben alle ihre Zellen. Und die haben ihre Boxen, haben ihre Zellen. Jetzt sehe ich hier ein Gitterrost. Jetzt sagst du mir aber nicht, da machst du jeden Tag sauber drunter, oder? Ja, aber einmal die Woche bestimmt. Einmal die Woche geht das hoch. Geht alles hoch. Warum hast du denn überhaupt Gitterroste dann? Ja, frag mal, das hat der Schlachtbauer hier so gemacht, ja. Also eigentlich brauchst du doch dann gar keine Gitterroste. Nein, ne? Aber der Schlachtbauer sagt, sonst läuft er immer in der Scheiße. Ah, okay. Das wollen wir nicht und deswegen habe ich das. Ah, okay. Aha. Also, liebe Sportfreunde, ich muss sagen, also sehr, sehr sauber der Schlag und also gefällt mir auch sehr gut. Ja, ich glaube auch, hier steckt viel Fleiß drin. Ja, fleißig sind wir. Aber im Sommer muss man ruhig weiter sagen, wir haben auch viel Krücke noch. Ja gut, die haben wir alle. Mal. Das hat auch nichts mit Saubermachen zu tun. Ich bin ein ehrlicher Mensch. Hast du denn die alten Vögel, die hier drauf sind, sind die überall verteilt oder hast du einen Schlag für alte? Hier sitzen 5 drauf. 1, 2, 3, 4 und so. Und hier sitzen 3 und da hinten sitzen 7. Okay. 15 Stück sind auch da. So, Rolf, was hast du jetzt da? Die kommen im Sommer, wenn die Reise losgeht, vorher, ungefähr einen Monat vorher, kommen diese Motivationsboxen in den Zeller. Ah, okay, die baust du dann da ein. Ja. Zeig uns das nochmal einmal, wenn das geht. Ich zeig dir das eben hier oben. Hier kommt das raus. Moment, schön. Die kommt dann hier so rein. So zu. Ja. Bleibt die dann die Zelle so auf? Ja. Dann die ganze Woche über? Ne, die Zelle wird zugemacht und die können oben drauf springen. Ah, also die können, während der Woche ist die Zelle so? Ist die Zelle offen, ja. Und wenn die dann, bevor die Weibchen reinkommen, mache ich das eben los, haben wir meistens einen Teller rein. Ja. Und dann kommen die Weibchen rein und dann kann ich die hier so ein... Dann nehme ich die drauf und kann die hier einkommen. Wow. Zeig dir die Partner also. Wie lange lasst ihr die Partner zusammen vorm Einsetzen? Halbe Stunde oder? Länger. Länger? Ja, halbe Stunde. Auch machen wir nur eine Viertelstunde. Es kann auch sein, eine Stunde. Okay. Aber ich denke, das ist kein großer Unterschied. Wie macht ihr das denn, oder wie habt ihr es bisher gemacht? Lasst ihr Junge von den Reisetauben ziehen oder wie macht ihr das vor der Saison? Also voriges Jahr haben wir das gemacht von allen. Dieses Jahr machen wir trocken. Was heißt das? Wann paart ihr dann an? Ich denke Ende Januar. Lasst ihr den einmal nur liegen oder zweimal? Einmal. Überbrüten oder 10 Tage oder wie lange? 10 Tage und dann wird alles angesetzt. Okay. Und wann paart ihr an? Was hast du gesagt? Dann fahren wir nicht mehr an. Nee, wann paart ihr an? Ende Januar? Ich denke Ende Januar, ja. Und dann 10 Tage brüten und dann trennen? Und dann trennen. Und dann kommen die nachher nur noch so zusammen. Okay. Rolf, also ihr lasst den Partner von den Reisevögeln zu Hause? Von denen. Und in dem Schlag und im Schlag machen wir totale Wieberschaft. Und hier oben machen wir
nur Witwerschaft. Okay. Und die Weibchen bleiben da. Und die das ist hier der Schlag von Witwer-Weibchen. Weibchen, ja. Okay. Wir sitzen da hier. Und jetzt Tag und Nacht das Fenster los. Auch da rum. Okay. Also hier sitzen jetzt die 42 Witwerweibchen ja. Für die Vögel, ja? Ja, die sitzen hier oben. Wie kommen denn die Witwerweibchen zu den Vögeln? Die Tür wird offen gestellt. Ja. Und die wird offen gestellt. Und dann fliegen die rüber. Und dann sind die alle hoch. Und dann aha, okay. Die hier über, zack, zack. Über den Flur sind die hier alle. Sind das alles gewöhnte Tauben, die alles da drin gewöhnte. Sitzen? Ja. Also könnt ihr die auch rauslassen? Können ja? Wir auch rauslassen, aber ja, machen wir es nicht. Willi, ich habe vorhin gehört, unten läuft Musik. Jetzt sehe ich hier auch wieder so einen Radio ja, aus dem 19. Jahrhundert. Ja, warum läuft hier die Musik? Ich habe in Belgien gehört, wenn Musik läuft bei den Tauben, kommt nicht so schnell der Marder. Weil dann meint er, da sind Menschen am Werk. Also das dann, ist der Hauptgrund? Das ist der Hauptgrund. Ich hatte erst gedacht, weil ihr hier regelmäßig tanzen wollt. Nein, das wollen wir nicht. So, Sportsfreunde, jetzt gehen wir zu dem nächsten Schlag. Das ist der Reiseschlag. Hier wird die Totale gespielt. Sollte das Videomaterial ein bisschen zittrig sein, liegt das daran, dass wir minus 3 Grad haben und ich friere. Ich kann meine Hand nicht so ruhig halten. Willi, was ist das für ein Schlag hier? Das ist die Foliere für die Fliegweibchen. Die sitzen den ganzen Tag frei, frische Luft und wir halten die so möglich, dass sie sich nicht im Sommer untereinander paaren. Haben wir auch nicht viel Probleme mit. Im Sommer fliegen sie hier aus- und ein beim Training. Ja. Und wenn es am Wochenende zum Einsatz kommt, dann wird da vorne ein Schieber hochgemacht und dann laufen die zu den Vögeln. Das kennen die nachher aus dem App. Und hier ist der Ausflug, ja? Hier ist der Ausflug und den zeige ich nochmal eben. Das mache ich jetzt eben. Pass auf. Ja, hol den mal. Ah, die machst du runter abends, ja? Ganz runter. Ganz runter. Jeden Abend? Jeden Abend. Jeden Abend. Okay. Und wenn wir. Jeden Abend. So, machen wir eben hoch. Ja, warte, ich zeichne den ganz kurz an. Und wenn wir Wind haben, wenn Wind ist und Regen, dann haben wir hier noch. Meine Güte. Ja. Dann, extra gemacht. Dann sitzen die dahinter. Ja, und wegen der Sonne, hier steht die ganze Tag die Sonne drauf. Ja. Und das ist nicht förderlich für die Form. Dann machen wir das runter, schattenmäßig. Macht ihr während der Saison, wenn es jetzt sehr warm ist, machen wir die Jalousien auch runter? Nein, oder nur das? Nur das. Nur das. Okay. Wegen der Luft. Aber nachts die Jalousien. Nachts die Jalousien. Also nachts doch die Jalousien, ja, auch im Sommer? Auch im Sommer. Ah, okay. Auch im Sommer. Und das können wir hier so davor. So, jetzt zeige ich eben, das können wir wegnehmen. Und dann setze ich, den haben wir von Habro gekriegt. Na, warte, aufpassen, dass uns nicht jetzt einer. Nee, da passiert. Jetzt mal eben weg. Ja, so, und dann wird er hier reingehängt. So, und dann, hopp, oh, da muss er eben hoch. Und hier fliegen die ein und aus im Sommer. Und da ist die Antenne drunter und die kommen auch von der Reise. Fliegen die hier kommen, schon zum Teil. Da tauschen die hier auch rein. Ja. Oder da auch. Oder da. Wir haben drei Möglichkeiten. Ah, okay. Und wie viele Reiseweibchen habt ihr hier? 45, wa? Ja. 45. Und 45 Vögel, die ihr auch schickt. Ja. Wobei viele Vögel einfach kein Weibchen haben oder andersrum. Ein bisschen Chaos-System. Macht nichts aus. Mhm. Wo kommen denn die Tauben besser? Oben oder hier? Hier. Hier? Ja. Obwohl wissen wir nicht, warum. Und obwohl kommen die Vögel hier auch besser oder die Weibchen eher? In diesem Jahr waren die Weibchen nicht so gut. Aber das war mein Fehler. Ich habe sie zu stark gefüttert. Das mache ich im nächsten Jahr nicht mehr. Die Weibchen müssen etwas vorsichtiger gefüttert werden. Und in diesem Jahr sind die Spitzenpreise da gefahren. Bei den Vögeln? Ja. Aha. Die zwei ersten, die wir gehabt haben, sind beide hier. Beide hier. Und das wundert mich immer. Und dann sage ich, diese Schläge sind besser wie der da. Aber das weiß ich nicht. Da bin ich kein Experte drin. Die Ausdrücke sind auf der anderen Seite. Da, ne, müssen wir gleich eben ein Foto machen. Ja, ja.
Hier sind die Spitzentauben gefangen. Und hier ist jetzt der Witwerschlag von den Reiseweibchen, wo die Vögel auch gespielt werden. Richtig. Ja, da musst du denken, dass hier doppelte Taubenzahl fliegen. Ne? Ja, ja, hier ist die doppelte Zahl. Kannst du mal Licht anmachen? Geht das? Das ja, ist ein bisschen heller für mich. Und die Weibchen kommen wo rein? Da unten. Da durch die Klappe, ja? Okay. Ja, ja, brauchst du nicht, ja, auch alles gut. Unten durch diese Klappe. Ah, okay. So, und hier sitzen auch, wie viele Vögel hast du gesagt? Sitzen hier, wie viele Vögel? Ja, zurzeit haben wir hier 37. Okay. Haben die auch eine Heizung? Ja. Und hier. Wo ist die? Ah, die Wärmeplatten, ja? Ja. Sind die auch das ganze Jahr an? Mit? Ja, da, das, wir haben hier so. Jetzt sind sie aus, ne? Ne, sind an. Ja, sind sie an. Ich bin gerade gefangen. Du musst in der Mitte, so, da sind die an. Ja, ja. Außen. Die okay. Sind an. Das ist hier, Thermostate sind hier drin. Und sind die Thermostate nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit geregelt? Ganz genau. Okay. Ja. Und wir haben jetzt, über den Winter haben wir immer noch. Lass den ganzen Winter auch so auf, ja? Nur nachts mache ich. Okay. Und während der Reise ist das auch so auf? Nee, nee. Dann gucke ich, je nachdem, wie der Wind ist. Und ansonsten kommt die Luft woher? Aus dem Ritzen da, aus dem Ausflug und da oben. Die Decken sind zu. Mhm. Aber jetzt im Winter. Und da habt ihr euch schon drei Notzellen hingebaut? Nee, sechs. Wir haben auch noch drei. Ja, so sind wir Taubenzüchter, ne? Wir können ja Ordnung halten, aber ein paar Zellen extra brauchen wir immer, ne? Ja, sogar noch ganz große Notzellen. Da unten. Wen hast denn da in der Hand, Rolf? Das ist, er hat dieses Jahr, das ist der 785. Der hat in, der war voriges Jahr, war das der Aasvogel, der reichste Aasvogel von Holland auf der Eintagesweitstrecke. Und dieses Jahr fliegt er auf der ersten eine Tagesweitstrecke, den 12. in Afdeling, in der großen, ja, großen Liste. Und auf den zweiten, dritten Flug machte er den zweiten. Zeigen wir mal den Flügel. Okay. Hat nur frühe Preise auf der einen Tagesweitstrecke. Und was ist das für eine Abstammung? Das auch wieder von den Abele. Ja, hier sitzen jetzt so viele Junge. Rolf, so während der Saison, wie viele Stunden beschäftigst du dich denn mit den Reisetauben? Bist du viel im Schlag? Spielst du mit den Tauben? Gibst du denen Nüsse oder? Nee, keine Nüsse. Keine Nüsse? Nein. Die kriegen mittags so ein kleines Leckerli. Das macht aber Willi, weil ich dann nicht mehr hier bin. Ah, okay. Ich bin morgens zwischen bis 11 Uhr so. Und dann abends wieder? Und abends von 4 bis 6. Und dann beim Einsetzen. Und der machte auf dem Endflug, macht er den ersten überall. Aha, okay. Zeigen wir mal den Flügel. Das ist so kalt, dass ich den Flügel ja gar nicht halten kann. Alles gut. Ne? Wie sieht denn hier das Reisesystem aus? Auch trocken oder zieht ihr hier Junge? Also dieses Jahr machen wir auch trocken. Ah, okay, genau wie oben dann, wie oben, ja? Und letztes Jahr habt ihr Junge gezogen? Letztes Jahr haben wir von allen Tauben Jungen gezogen. Zum ersten Mal oder habt ihr die Jahre? Nee, das haben wir immer unterschiedlich. Ah, okay. Aber seht ihr da Unterschiede in der Leistung? Gar nicht. Keine. Nee. Seht ihr denn Unterschiede zum Beispiel in der Mauser zum Ende der Reise hin, wenn ihr Junge zieht oder keine Junge zieht? Seht ihr da Unterschiede oder habt ihr da noch nie drauf geachtet? Ja, das ist ja so. Am 18. Juli oder 19. Juli, Ende Juli, ist meistens die Reise zu Ende. Und da ist es eigentlich egal. Dann ist es egal. Drei Federn, dann stehen die noch auf 8, ja, vielleicht 7, aber die meisten auf 9 Federn. Wird der Schlag denn hier wärmer als oben der, oder ist oben der Schlag wärmer? Ja, ich glaube, oben der Schlag ist ein bisschen wärmer. Mhm. Weil die Sonne da voll drauf steht. Ja. So, hier ist das Reich,
vom Willi. Hier sind jetzt die Jungtierschläge und die Zuchtschläge. Ihr seht, Sportsfreunde, auch hier Picobello. Nahelegende Gasse. Hier brennt nicht. Was ist denn die Zucht auch? Darf man hier rüberlaufen? Ja. Mausi. Das sind die Zuchtweibchen. Weibchen. Zuchtweibchen, ne? Weibchen. Oder Reiseweibchen. Nein, nein, Zucht. Zuchtvögel. Zuchtvögel. Nicht alle, nicht alle. Vielleicht noch welche. Da sind hier, sitzt Olympiavogel. Nein. Oder hast du den schon gesehen? Okay. Hier sind noch. Und was ist das für ein Schlag? Das ist für fremde Zuflieger, die kommen da drin ein paar Tage und dann lassen sie wieder los. Dann seht ihr, Sportler, selbst die Zuflieger haben hier ein Heim, da ja, würden sich andere Tauben drüber freuen. Ja. Hier werden die Zuflieger. Ja. So. Hier sitzen noch ein Teil der Zugvögel. Los, was noch? So. Da sitzt. Da kannst du ruhig eben. Mausi? Mausi? Wie viele Zuchtvögel, wie viele Zuchtpaare hast du? Ich habe 30, aber ich kann nur immer 24 Stück verarbeiten. Also das heißt, ein paar bleiben dann noch mal 17, die paare ich dann später. Ich werde Tauben, die gut geflogen haben, nie weggeben. Weil das ist meine Basis, da will ich wieder weiter draus züchten. Die bleiben immer hier. Die Tauben, die super geflogen haben, die bleiben bei Willi Linden. Trend. So, hier ist der Schlag für die Zuchtweibchen. Ja. Aber noch getrennt. Aber da sind jetzt nicht nur Zuchtweibchen drin, die bei dir geflogen haben. Fast alle. Nicht nur, aber fast alle. Okay. Also fast. Holst du selten neue Tauben dazu für die Zucht? Selten. Jetzt bei Pieper habe ich welche, aber selten meine eigene Sorte wird hier wieder verarbeitet. Okay. Und die gehen für keinen Kopf der Welt. Die bleiben immer. Guck mal, das sind die Zuchtweibchen. Die sehen auch alle top aus, das kann ich schon mal sagen. Und gleich kann der Willi oder der Rolf mir mal zwei, drei Asse in die Hand geben. Willi, ist das dein Bereich? Kümmerst du dich nur darum? Hier. Zucht ist mein Bereich, das mache ich gerne. Ich helfe aber auch mit bei den Fliehtauben. Wenn ihr anpaart, besprecht ihr euch da beide vorher oder machst du das ganz alleine? Ich mache das alles über meinen Computer. Da sind alle Abstammungen und Leistungen drin. Und dann verpaare ich die schon recht früh. Aber ich habe festgestellt, wenn sich zwei nicht vertragen, nicht zusammenlassen, wird nichts. Okay. Sie müssen sich miteinander vertragen. Das ist ganz, ganz wichtig. Paarst du während der Zucht auch mal in der Saison um oder lässt du die Paare dann auch so zusammen, wie sie zusammen? Selten paare ich um, ich lasse so zusammen. Paarst du denn das Jahr danach um oder lässt du... Dann paare ich, dieses Jahr paaren wir auch wieder um, jedes Jahr paaren wir um. Mhm. Wenn jetzt ein gutes Zuchtpaar, wo gute draus gekommen sind, bleiben die zusammen? Bleiben zusammen. Ganze Leben. Was hältst du denn von der Theorie, dass man aus alten Zuchttauben nichts Gescheites mehr ziehen kann? Glaube ich nicht dran, weil wir haben ältere Paare, haben wir immer wieder gute draus gezüchtet. Ich habe einen Zuchtvogel, den gebe ich gleich mal in die Hand. Der ist von 2010 oder 2008, weiß ich jetzt nicht genau, befruchtet noch. Und gibt immer wieder gut. Glaube ich nicht dran. Muss ich gut kommen! Geht noch weiter. Oh, Sportler, jetzt sind wir in dem richtigen Zuchtschlag. So, und dieser Vogel ist von dem Rainer van der Nabele-Vogel. Der ist von 2010. Befruchtet noch jedes Ei. Aber jetzt muss ich trotzdem mal fragen, jetzt sitzen wir hier auch. Was sind das denn jetzt für Tauben? Das sind noch Junge, die werden dieses Jahr, als Einfliehtauben, wie ich vorhin erzählt habe, eingesetzt. Das heißt, die fliegen hier, weil wir haben zu viele Junge. Es sind zu viele übergeblieben. Und ich will sie nicht
selektieren. Und wo kommen die jetzt hin noch? Die kommen in den mittleren Schlag, wo jetzt gerade die Zuchtreife noch sitzt. Und daraus spielt ihr die dann auch? Daraus spielen wir die, aber wir werden die nur als Einpflichttauben oder wie sagt man, als Trainingstauben spielen. Sind das Vögel oder Weibchen? Fast alles Weibchen. Aber hier sitzen ja auch Vögel bei, ne? Hier sitzen auch Vögel bei, ja. Das ist zum Beispiel mein ältester Zugvogel, also ein reiner Vandenabele-Vogel. Das ist mein bester Vererber. Und der befruchtet noch, ja? Befruchtet noch. Wann willst du denn dieses Jahr oder eventuell nächstes Jahr deine Zuchttauben anfangen? Ich denke, dass es Anfang Januar ist. Anfang Januar. Wie viele Runden ziehst du denn für dich selber? 2 und die dritte Runde wird abgegeben als Züchter, so, aber verschenkt. Ich verkaufe keine Tauben, ich verschenke die. Und viele Züchter haben mit meinen Tauben Erfolg. Ja, Sportsfreunde, wisst ihr ja schon mal, wo ich im Mai bin, ne? Ja. Ein Beispiel, die Gebrüder Schlüter aus Recklinghausen haben von mir 10 Junge geschenkt bekommen. Und 2 waren super im Regionalverband. Er hat von den 10 5 übergehalten. Einige sind vom Sperber geschlagen worden, das ist Pech. Aber wenn man von 10 ein paar überhält, ist das doch gut. Wenn du die Zuchttauben im Januar anpasst, ja, belichtest du die vorher? Ja, 14 Tage wenigstens. Weibchen und Vögel, ganz wichtig. Okay, und wann machst du das Licht an und wann geht es dann ungefähr aus? Das macht hier automatisch hier der Regler. Morgens um 5:30 geht es an und abends um 10:30 geht es aus. Wenn die dann angepasst sind, bleibt das Licht dann auch noch so lange an? Bleibt an. Warum? Wenn ich sie angepasst habe und ich mache früh das Licht aus, dann gibt es Keilerei. Die müssen erst alles schön in der Zelle sitzen und dann geht das Licht automatisch aus. Ja, und dann haben wir noch hier, pass auf, wir haben noch Notlichter, die nachts dann brennen. Ja, wir haben hier noch Notlichter, hier, die brennen nachts, das kann ich mal eben anmachen. Warte. Damit die ihre Zellen finden. Oh, das geht sie hier, sorry, der geht nicht mehr. Der muss ich doch. Die sind dann, dann können die noch immer ein bisschen sehen. Das ist eine Taktik, die raus aus Belgien. Und wen haben wir jetzt hier? Das ist Lady Gaga. Die wurde zweitbeste Taube von Holland und fliegt den ersten, zweiten, dritten. So eine Taube habe ich nie mehr gehabt. Und die sitzt jetzt im Zuchtschlag, ja? Die sitzt jetzt im Zuchtschlag. Eine klasse Taube. Was ist das für eine Abstammung? Da sitzt drin Figo, Reynards und auf der anderen Seite wieder Vandenabele. Ja. Ja, die hat geflogen. Die haben wir zweimal haben wir ausprobiert. Die auf der einen Tagesweitstrecke haben wir gedacht, ob die das wohl kann. Zweimal gesetzt, zweimal einen frühen Preis. Einmal von 600 und einmal 550. Unglaublich. Ja. Das ist hier ein Zuchtweibchen. Das ist die Don Juan-Linie von Vandenabele. Sie ist eine Tochter 610. Das war eine der bekanntesten Tauben hier am unteren Niederrhein mit mehreren ersten Konkursen, vor allen Dingen auf der Weltstrecke. Und sie ist noch eine Tochter draußen vererbt, wieder gut. Hast du die auch gereist oder ist sie jetzt? Nein, nicht gereist, aber zuchtmäßig ist das ein hervorragendes Weibchen. Don Juan war ein direkter Sohn vom Kleinen. Er flog bei Vandenabele 3-mal den ersten Konkurs gegen frühe hohe Taubenzahlen. Dann habe ich Gabi gefragt, kann ich diese Taube kaufen? Nein, die bleibt hier auf meinem Zuchtschlag. Dann hatte meine Frau Geburtstag und er hat sich angemeldet und kam mit seiner Frau und Don Juan hier nach Kleve. Und dann habe ich ihn hier behalten. Das war für mich so ein schönes Geschenk. Hat er dir geschenkt? Nein. Ich habe viel, viel Geld dafür bezahlt. Ich musste noch zur Bank hin, damit ich diese Taube bezahle. Auf dem Geburtstag deiner Frau? Auf den Geburtstag meiner Frau. So war es. Das ist die Olympiataube von Rumänien in diesem Jahr. Dort war sie 10. beste Taube der Welt. Sie fliegt als Jungtaube. Den ersten, den zweiten. Man braucht 3 frühe Preise für die Olympiade
und das hat sie hervorragend gemacht. In Holland war sie Zweitbeste von ganz Holland. Im Schnitt gegen 1800.000, ja. 1700.000. Ja. Im Schnitt gegen 1700.000. Und sie hat auch noch einen 41. Ja. Den hat sie auch noch geflogen, auch gegen 1800.000. Sie hätte auch, wie sie den zweiten flog, den ersten fliegen können, weil der Schlachtgenosse landete zur gleichen Zeit, lief schneller rein, verzeihlich. Zeig mir mal den Flügel, Willi. Gerne. Okay, andere Seite mal. Sehr gerne. Und wenn ich euer System jetzt richtig verstanden habe, ist die jetzt in Zuchtschlag gewandert, die sitzt ja? Jetzt in Zuchtschlag. Die ist nie mehr gesetzt worden. Nee. Und wird für kein Geld der Welt verkauft. So, wen haben wir da? Hier haben wir den Olympiavogel Genesis. Ich habe diese Taube nach dieser wunderbaren Rockband Genesis genannt. Und diese Taube war in diesem Jahr in Rumänien als Olympiavogel. Dieser Vogel hat so hervorragend geflogen und ist ein reiner Van der Nabelvogel. War auch fünfte Asttaube? Ja. Fünfte Asttaube der Eintagesfeldstrecke in Holland. Ja. Zeigen wir mal den Flügel. Auch dieser Vogel wird für kein Geld der Welt verkauft. Und die Tochter fliegt von ihm, sozusagen 36. Hat bis jetzt schon 33 Preise geflogen. Ja, und den dritten auch in der Abdeling gegen. Also, der hat auch schon eine gute Tochter gebracht, ja? Ja, richtig gut. Richtig gut. Die 36, fliegt dies da sogar noch mit. Ja, die ist ja wieder 10 Preise geflogen, da 11. Ja. Ja, ein wunderbares Auge. Den 750. Der fliegt auf der Eintagesweitstrecke den ersten gehen, hohe Taubezahlen, den zweiten, also richtig früh. Und ist wieder Rick Coles und der hat Van der Nabele. Also eigentlich ein reiner Van der Nabele. Hast du ihn selber im Rick Coles geholt, oder? Ich habe den Vater von ihm bei Rick Coles geholt. Das war ein Belgier. Und der hat diese Taube gebracht. Und ja, und diesen Vogel tue ich jetzt auch in Zug. Ah, dieses Jahr zum ersten Mal. Also ja. Für die neue Saison ja. Zum ersten Mal. Ja, genau. Der hat super geflogen. Auch ein bisschen, hat sich auch geklappt. Ein bisschen hatte er. Ja, und dann. So, jetzt zeige ich dir. Die sitzen da in die Schäppen. Ja, und dann schlagen die sich. Ja. Mhm. Ja. Der hat sich geschlagen. Aber kann man nichts dran tun. Ich wollte sie noch mal baden lassen jetzt. Willi, wir haben ja erfahren, dass ihr Weibchen wie Vögel spielt. Einmal spielt ihr die Totale, wo beide Partner in den Korb gehen und einmal oben auf dem Witwerschlag bleiben ja die Weibchen zu Hause. Wie sieht denn während der Saison euer Versorgungsschema im Bereich Futter aus und wie sieht es mit den Zusatzprodukten aus? Fangen wir ganz einfach mal an, damit wir ein System haben. Die Tauben kommen sonntags nach Hause, von da an. Ja, also wenn die Tauben nach Hause kommen, liegt meistens etwas leichtes Futter in der Futterrinne, damit sie etwas zu picken haben. Abends, wenn die Tauben getrennt sind, dann wird gutes Witwerfutter gegeben. Das sind immer drei verschiedene Sorten. Da haben wir Bayers, dann haben wir dann Wanrobais und dann haben wir dann Mifuma. Und am anderen Morgen, sprich Montag, werden die ersten Produkte gegeben. Das heißt, im Wasser kommt dieses Avitres Plus. So, den Montag hatten wir jetzt, Willi. Wie sieht es bei euch am Dienstag aus? Und vielleicht noch ganz kurz, fütterst du knapp am Anfang der Woche und wie sieht es da aus? Also, am Dienstagmorgen kriegen die Tauben halb und halb. Das heißt, halb Bitterfutter, halb leichtes Futter, Relax, meistens Relax von Mifuma. Und die Tauben kriegen immer volle Rinde und 20 Minuten später wird alles abgeräumt. Und so verhalten wir uns die ganze Woche. Zum Wochenende natürlich wird aufgefüttert. Das heißt, die Tauben kriegen dann nur noch gutes Witwerfutter und immer genug, nie Hunger lassen. Den größten Fehler, den man machen kann. Tauben, Fliegtauben, nie Hunger lassen. Bei den Fliegweibchen sieht es etwas anders aus.
Da habe ich dieses Jahr einen Fehler gemacht. Ich habe so gehandelt, wie ich gerade gesagt habe. Das mache ich jetzt nächstes Jahr anders. Die werden etwas knapper gefüttert, weil die haben sich öfters untereinander verpaart. Und das darf nicht. Das werde ich dies Jahr ändern. Kommen die Tauben in der Woche noch was ins Wasser rein, irgendwas? Oder? Viele Produkte von Rönfried, das heißt einmal Avidress, dann haben wir Blitz und Carni Speed halte ich für sehr wichtig. Das fördert die Trainingssituation der Tauben. Wann gibst du das Blitz in der Woche? Das immer mittwochs übers Wasser. Und Carni Speed, wie oft in der Woche gebt ihr das? Wenn es geht, fast jeden Tag, weil wir gemerkt haben, dadurch wird die Flugfeuchtigkeit der Tauben erhöht. Jetzt war ich vor 2 Wochen bei Albert Derber. Bei dem fliegen die Tauben, sprich die Weibchen, morgens und abends jeweils zwischen 10 und 15 Minuten. Wie sieht es denn bei dir aus? Ich sehe es selbst nicht so gerne. Die Weibchen müssen scharf trainieren. Wenn sie scharf trainieren, sind sie meistens am Wochenende da. Tun sie es nicht, habe ich ein Problem. Trainierst du mit der Fahne? Ja. Die ganze Saison über? Ja. Wie lange dann, morgens und abends? Anfangs sind wir sehr vorsichtig, weil wir haben dann schon mal festgestellt, Muskelbroschur-Probleme. Und nachher eine Stunde intensives Training. Also morgens und abends? Ja. Wenn ihr, in der Regel habt ihr ja Donnerstag einsetzen, hast du mir erzählt, wenn ihr Samstag Flug habt. Ist ja so, ne? Ja, Samstag haben wir Flug. Und wenn ihr jetzt Donnerstags einsetzen habt, kommen die Tauben dann mittwochs noch raus? Ja, weil wir der Meinung sind, bei uns sind die Tauben immer einen Tag mehr im Kabinenexpress. Das heißt also, einen Tag vorher sollen die ruhig noch trainieren, sehe ich sehr gerne. Und das Verhalten ist für mich entscheidend für Sonntag, wie der Erfolg sein wird. Wenn ihr samstags Flug habt, lässt du die Tauben dann sonntags auch wieder raus? Nein, sonntags ist Ruhetag, wird nur sauber gemacht, gefüttert, Feierabend. Kommen wir mal zum Impfschema. Wie impfst du denn deine Reisetauben? Wie impfst du die Jungtauben? Wie verhaltet ihr euch da? Ja, das Impfen ist sehr wichtig, gerade für die Flug- und auch die Zuchttauben. Wir impfen gegen Paramyxo, das heißt also die Flug- und die Zuchttauben. Und die Jungen werden gegen Rotavirus 2-mal geimpft. Und das macht immer ein Tierarzt, nie ich selbst. Okay, wann impfst du die Jungen das erste Mal? Wenn sie 4 Wochen sowas, dann werden sie zum ersten Mal geimpft und dann nach 14 Tagen, 3 Wochen das zweite Mal. Impfst du auch gegen Pocken oder Paratyphus? Gegen Paratyphus kuren wir mit Parastop von Dr. Gewehrt, genau nach seinen Angaben. Und ansonsten machen wir mit der Bürste gegen diese Pockenkrankheit. Die Kur mit Parastop, machst du die mit allen Tauben, auch mit den Reisetauben? Mit allen Tauben im Herbst nach der Reise. Ah, immer Herbst? Immer im Herbst. Oh. Genau nach Vorgabe von Dr. Gewehrt. Kommen wir mal zum Schema der medizinischen Begleitung. Fahrt ihr vor der Saison zum Tierarzt? Behandelt ihr eure Tauben im Vorfeld selber? Wie sieht es da bei euch aus, Rolf? Ja. Eigentlich fahren wir zum Tierarzt. Machen wir immer. Wann fahrt ihr zum Tierarzt? Im Februar, März? Ja. Februar, März fahren wir zum Tierarzt. Okay. Und wenn sie dann, nachdem der Tierarzt uns dann sagt, was wir machen müssen oder was wir nicht machen müssen, das machen wir dann. Okay, macht ihr denn automatisch, viele machen ja auch, wenn der Tierarzt jetzt keine Trichomonaden findet, macht ihr generell eine Trichomonadenkur im Frühjahr? Ja, machen wir dann nicht. Also wenn der Tierarzt nichts findet, macht ihr auch keine. Habt ihr dieses Jahr eine Trichomonadenkur machen müssen? Ja. Ja. Wir hatten einen Trichomonaden. Okay. Und dann haben wir eine Kur gemacht. Während der Saison fahrt ihr da auch regelmäßig zum Tierarzt? Wir fahren oder der Tierarzt kommt zu uns. Okay, habt ihr da einen Plan, so nach dem Motto alle 3 Wochen, oder macht ihr das, wenn ihr einen schlechten Flug hattet?
kann ich so eigentlich gar nicht sagen. Ja, wie war es dies Jahr? Dies Jahr sind wir nicht gefahren zum Tierarzt. Ist einer hier hingekommen? Nein, auch nicht. Okay, also weil, und habt ihr denn irgendwas machen müssen? Oder habt ihr irgendwas, oder habt ihr 14 Wochen gar nichts machen müssen? Doch. Also, wir haben dieses Jahr sporadisch selbst entschieden, wann wir was machen müssen. Wie macht ihr das denn? Und dann rufe ich immer den Doktor de Wirt an. Okay. Und der gibt mir Anweisungen. Okay. Und die befolge ich. Okay. Entscheidest du das spontan oder guckst du da, der Flug hat dir nicht so gefallen? Oder sagst du, jetzt wäre mal so der Zeitpunkt. Woran machst du das fest, Willi? Ich mache das ganz, ganz früh. Schon die schlimmsten Flüge sind die ersten Flüge, weil da sehr viel kranke Tauben in den Kabinenexpress kommen. Da muss man aufpassen. Das spreche ich immer mit Dr. de Wert ab und der gibt mir dann die entsprechende Empfehlung und die halte ich ein. Das heißt also, es kann sein, dass ich etwas gegen Trichomonaden in der Reisesaison mache. Es kann aber auch sein, alles auf Anraten von Dr. de Wert etwas gegen Luftwege machen. Okay. Und dann mache ich das. Siehst du da, wenn du dann was gegen die Luftwege gemacht hast, viele Züchter haben dann in dem nächsten Flug öfter mal einen sehr guten Flug und danach wieder ein bisschen schlechter. Siehst du da Unterschiede oder? Wir haben positive Erscheinungen festgestellt. Direkt nach der Kur ganz normal, nichts Besseres. Aber dann, die Woche drauf, dann haben wir festgestellt, wow, das war doch richtig, was ich gemacht habe. Okay. Und da sehen wir... Das ist immer so, wenn wir haben ja immer einen Mittelstreckenflug und einen Weitstreckenflug. Und wenn die vom Weitstreckenflug zurückkommen, dann machen wir dann was. Und damit wir in 14 Tagen auf den nächsten Weitstreckenflug die Tauben wieder top drauf haben. Das können wir so ein klein bisschen als Vorteil des Systems der Holländer bezeichnen, weil der Mittelstreckenflug, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja nicht ganz so wichtig. Ja, ist eigentlich mehr ein Trainingsflug. Ja. Das heißt, die Tauben kann ich sauber machen. Ja. Und wir haben die Möglichkeit nicht. Nicht. Ja, weil unser Mittelstreckenflug ja auch wichtig ist, richtig, am Ende vom Tag. Nicht so gut. Ja? Das heißt, ihr habt eigentlich nur, die Taube hat eine Woche mehr Zeit. Man kann vielleicht auch einen Tag, zwei Tage länger kuren, als wir es dann machen könnten, theoretisch. Ja, das ist schon ein großer Vorteil. Und wenn du einen Topper hast, dann kannst du den auch mal eine Woche zu Hause lassen. Ja, genau, das ist schon ein großer Vorteil. Also aber immer auf Anweisung von Dr. de Wehr. Nie selbst, ich frage den dann, was meinst du? Und dann sagt er, ja, das und das würde ich dir jetzt anraten. Und dann machen wir das. Kommen wir mal zum Training eurer Reisetauben. Im Frühjahr, wenn ihr die Tauben wieder rauslasst, ich habe vorhin gehört, ihr wollt die jetzt demnächst wieder rauslassen, weil ihr umgewöhnen müsst noch. Wie sieht das Training denn im Frühjahr aus? Fahrt ihr selber, trainiert ihr eure Tauben selber? Ja. Sehr intensiv? Wie, sagen wir mal so ein Schema, wie sieht es da aus? Ab wann, wie weit, wie oft? Also unsere Flüge fangen, glaube ich, Anfang April an. Also Mitte, das haben die ein bisschen geändert. Ja, okay. Dann heißt das also 4 Wochen vorher, 3 Wochen vorher fangen wir an, vorzutrainieren. Erstmal kurze Abstände und dann so auf 25, 30 Kilometer. Aber nicht mehr viel. Ich bin der Meinung, die Taube braucht eine gewisse Einflugphase, ja, aber alles andere muss sie selbst bringen. Durch die Woche oder in der Reisesaison machen wir das nicht. Habt ihr denn auch Vorflüge in Holland? Ja, eine. Ne? Einen einzigen? Einen einzigen. Ah, okay, das ist ja doch schon ein Unterschied dann auch. Ja. Ne? Dann sollte man auch vorher ein bisschen trainieren. Richtig, ne? Okay. Wie ist die weiteste Tour bei eurem eigenen Training? Wie weit? So 25, 30 Kilometer. Ach, weiter nicht? Nee, keine Ahnung. Lasst ihr die Tauben dann alle zusammen raus? Nein, immer Korb für Korb. Um Gottes Willen zusammen, weil dann hat der Raubvogel leichtes Spiel. Okay, und von den Schlag, also ihr nehmt alle Tauben von allen Schlägen mit und dann werden die korbweise aufgeladen? Korb für Korb werden die losgelassen. Ja. Bis die ersten nicht mehr zu sehen sind, nächster Korb. Okay. Während der Saison trainiert ihr eure Tauben da auch nochmal selber? Es sei denn, es ist ein ganz schwerer Flug gewesen, aber kaum. Dieses Jahr gar nicht. Oder wenn der Flug ausgefahren ist. Oder so, ja. Okay. Wenn kein Flug stattfindet. Dann machen wir am Samstag, dann machen wir ein Training. Dann machen wir ein Training. Aber sonst. Ihr schickt ja Weibchen wie Vögel, ihr habt ja auch ein System, einmal totale, einmal bleibt der Partner zu Hause. In den letzten Jahren, was waren denn eure besseren Tauben, die Vögel oder die Weibchen? Vögel und Weibchen, kann ich nicht so genau sagen. Was ich wohl festgestellt habe, ist, dass bei den totalen mehr Frühpreise fallen.
wobei da oben Prozente war, also Witwerschlagprozente war super gedreht wurde. Aber mir geht es um die frühen Preise. Das ist für mich das andere. Sind denn die frühen Preise, weil das ist ja ganz interessant, die totale ist ja eigentlich für die Tau ein bisschen schwieriger, weil der Partner noch nicht da ist und der andere ist da. Sind das denn die Weibchen, die die frühen Preise fliegen, nein, oder sind das eigentlich die Vögel? In diesem Jahr die Vögel. Wir hatten aber schon Jahre, wo die Weibchen besser waren. Ja. Mhm. Und ich habe es anfangs schon gesagt, ich habe einen Fütterungsfehler dieses Jahr gemacht. Okay. Und zwar haben sie die Weibchen zu viel gefüttert. Die müssen etwas sparsamer gefüttert werden wie Vögel. Die Weibchen können erholen sich schneller, können besser mit der Situation zurechtkommen. Vögel nicht. Die muss man etwas mehr an Futter geben. Und das will ich nicht sein. Ich habe jetzt von mehreren Züchtern, die sehr stark mit Weibchen spielen, zum Beispiel gehört, dass die einen Tag nach dem Flug einen reinen Gerstetag machen. Macht nicht ihr das schlecht auch? Nein, oder? Werde ich drüber nachdenken. Ja, ganz leicht füttern. Ist ganz schlechte Idee. Was ja immer so ein Thema ist, worüber ich mir auch viele Gedanken mache, wenn es jetzt im Sommer sehr warm wird und gerade nachmittags oder abends, wenn wir die Tauben nochmal raus haben, lasst ihr die Tauben abends bei über 30 Grad am Haus auch trainieren? Nein, bleiben drin. Nein. Wo wir jetzt die Hitzen Sommer gehabt haben, haben wir nur morgens trainiert. Ja. Warum? Ich denke das immer beim Menschen. Wir laufen oder trainieren bei hoher Hitze ja auch nicht. Und ich habe von vielen guten Züchtern gehört, da kannst du nur mehr Schlechtes mit erreichen als Gutes. Aber ich weiß es nicht. Ich bin kein allwissender Taubenzüchter. Ich habe es nur gehört, also habe ich die Tauben dann auch festgehalten. Ich lasse sie in der Regel auch drin. Aber die Frage, die ich mir dieses Jahr stelle, ist, wenn wir einen Flug haben und es wird warm, müssen die Tauben ja auch durch die Hitze fliegen. Richtig, richtig. Und wenn wir die dann nur morgens rauslassen, ist vielleicht die Gewöhnung gar nicht da. Richtig. Nur, wir haben das bis die letzten Jahre so gehandhabt, sie bei hoher Hitze nicht loszulassen. Und vielleicht überlegen wir im nächsten Jahr wieder die Tauben dann abends auch bei Hitze loszulassen, aber dann unkontrolliert. Wie sie wollen. Wie sie wollen. Wie sie wollen. Nicht angetrieben oder so. Oder nicht, ja. Billy, kommen wir mal zu den Jungtauben. Ja. Wir haben ja vorhin gehört, ihr zieht zwei Runden für euch, paart im Januar ungefähr an. Wie sieht denn bei den Jungtauben euer System aus? Von der Versorgung, mit dem Rauslassen, ab wann müssen die Tauben richtig am Haus ziehen? Trennt ihr, verdunkelt ihr? Erzähl so mal ein bisschen eine Jungtaubengeschichte von dir. Ja, also wir setzen die Jungtauben ab, wenn sie unterm Flügel dicht sind. Und da nehme ich jede Jungtaube in der Hand und wenn mir eine total nicht gefällt oder durchfällt, die kommt nicht in den Jungtierschlag. Die wird selektiert und schreibt mir auf, aus welchem Paar die kommt. Wenn sie dann, werden sie gut gefüttert mit gutem Zuchtfutter und nach anderthalb Monaten, dann wird es langsam Zeit loszulassen. Und dann kriege ich immer totale Panik. Dann lasse ich die Jungtauben raus und dann kommt der Raubvogel. Da muss ich aufpassen, dabei bleiben. Das ist für mich die allerschlimmste Zeit. Ich habe es erlebt, der Flug der Raubvogel in die Jungen rein und alle Jungen waren in der ganzen Nachbarschaft verstreut und es war ein Chaos hoch drei. So, wenn sie dann aber das kennen, das Rein- und Rausgehen, dann sorge ich mit der Fahne langsam, dass sie anfangen zu trainieren. Dann wird das Futter auch leichter. Dann gebe ich sehr viel Hut 4 dabei, also sehr leicht gefüttert. Und dann habe ich sie irgendwann sehr schön zum Training. Also dann fliegen sie ganz, ganz gut. Und dann werden die Impfungen gemacht, das habe ich ja alles schon erklärt. Und dann fangen wir kurz vor der Jungtierreise an mit dem Vortrainieren. Wann ist das ungefähr vom Zeitpunkt her mit dem Vortrainieren? Das sind dann so 2 Monate, 2,5 Monate sowas. Dann sind wir so langsam, fangen wir an mit dem Vortrainieren. Welcher Monat ist das? Wir fangen an im Juni, Juli mit den Vorflügen in Holland. Und dann so 3 Wochen, 14 Tage, 3 Wochen, da fangen wir an mit dem Vortrainieren. Also Ende Mai ungefähr? So, ja, etwas später. Ja, etwas später. Juni. Okay. Juni. Ja. Und wir fangen an mit kurzen Entfernungen, 5 Kilometer und es geht dann immer weiter bis 25, 30 Kilometer. Und danach werden die dann in die RV oder
bei uns in Holland eingesetzt und dann kommen die ersten Vorflüge im großen Verband. Und dann müssen sie sich beweisen. Ist das Fütterungs- und Versorgungssystem ähnlich wie bei den Alttauben? Ähnlich wie bei den Alttauben. Immer genug, die Jungtauben bekommen immer genug, aber wir müssen alles schön auffressen, und sodass sie auch hören. Das ist ganz wichtig. Lassen Sie die Jungen auch zweimal am Tag raus oder einmal am Tag? Einmal am Tag. Da haben wir keine Zeit für. Immer nur einmal am Tag. Das geht nicht. Ich schaffe das nicht. Und trennt ihr eure Jungtauben auch? Ja, wenn es heißt, wichtigen Flüge, dann werden die A, verdunkelt und B, getrennt auf Witwerschaft. Ja. Belichtest du auch nach dem Verdunkeln? Auch nein, nach dem Verdunkeln wird nicht mehr belichtet. Nein, das tun wir nicht. Wann fangt ihr mit dem Verdunkeln denn an? Direkt, wenn die Jungtauben abgesetzt sind. Ah, okay, direkt? Sofort, ja? Sofort. Ah, okay. Sofort. Bis wann? 21. Ja. Bis 21. Juni? Ja. Okay. Bis zum längsten Tag. Wie lange fliegen denn dann eure Jungtauben am Haus ungefähr, wenn ihr die raus hast? Eine Stunde? Bei manchen hört man ja die tollsten Geschichten. 3 Stunden, nein, 2 Stunden weg. Bei uns eine halbe Stunde bis 3/4 Stunde. Und dann wollen sie wieder runter und dann lasse ich die auch runter. Also ich gucke, wie sie trainieren. Sie müssen hochfliegen und schön im Verband ruhig trainieren, dann reicht das für uns. Sie brauchen bei uns, man sieht es und hört es auch gerne, dass sie wegziehen, tun unsere nicht. Ziehen die nicht richtig weg? Nein. Die fliegen hier, durchkennen hier Umgebung, sehe ich sie dann weiter wegfliegen. Aber nach ein paar Minuten oder so, dann sind sie wieder hier und dann fliegen sie wieder weg. Also das tun sie nicht so. Ne? Sie ziehen nicht weg. Auch nicht nachher, wenn du getrennt hast? Dann ist das Trainingsgebaren etwas besser, ja. Aber ja, das ist nicht so, ja. Willi und Rolf, ich möchte mich bei euch ganz herzlich bedanken. Es war sehr interessant. Ihr habt Top-Tauben, eine super Schlaganlage. Wir von Rönfried Insight und natürlich auch ich besonders wünschen euch weiterhin viel Erfolg, dass eure sportlichen Wünsche in Erfüllung gehen. Aber ich glaube, das Allerwichtigste, was wir euch wünschen, ist viel Gesundheit. Bleibt so, wie ihr seid. Dankeschön. Bitte.